Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir und einer neuen Skizzenbuchtour. Und zwar blättern wir heute gemeinsam durch dieses Skizzenbuch hier durch. Also holt euch gerne ein schönes Getränk oder was zu essen, während ihr das hier schaut. Oder seid natürlich währenddessen auch gerne selbst kreativ. Kurze Infos zum Buch selbst: Es ist ein Strathmore Watercolor Art Journal mit, ich meine, 48 Seiten waren das. Und jede Seite hat 300 Gramm pro Quadratmeter, also es hat recht dicke Seiten. Insgesamt habe ich übrigens ungefähr anderthalb Jahre gebraucht, um dieses Skizzenbuch komplett zu füllen. Und das hat einmal den Grund, es ist relativ groß und relativ dick. Hinzu kommt aber, ich wollte es eigentlich nur mit Fantasiewesen füllen, also Drachen und sowas. Naja, und ihr werdet gleich merken, dass ich das nicht lange durchgezogen habe. Denn ich habe einfach für mich festgestellt, ein Skizzenbuch für ein bestimmtes Thema zu nutzen, haut bei mir einfach irgendwie nicht hin. Denn wenn ich das in der Hand habe, möchte ich es dafür nutzen, worauf ich gerade Lust habe und nicht für das, was das Skizzenbuchthema mir dann sozusagen vorgibt. Erschwerend kam noch hinzu, dass ich das Papier da drin einfach nicht so mochte und das war auch der Grund, weshalb ich es halt nicht ganz so schnell gefüllt habe wie andere Skizzenbücher. Wie einige vielleicht wissen, ist das bereits mein zweites Skizzenbuch von der Firma und in der Art, also dieses Watercolor Journal. Ich hatte Strathmore dazu kontaktiert und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass es in der Produktion auch mal zu Fehlern kommen kann und ich solle mich an den Händler wenden, wenn ich es umtauschen möchte. Ich habe es auf jeden Fall nicht umgetauscht, da ich nicht wollte, dass es da nachher weggeschmissen wird. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir auch, komm, so blöd wird das Papier schon nicht sein. Ja, nun bin ich halt schlauer. Das heißt aber auch, ich habe keine Ahnung, was diese Skizzenbücher momentan für ein Papier beinhalten. Fazit daraus, ich habe auf jeden Fall beschlossen, das nun nicht mehr nachzukaufen. Also not my problem anymore. Und ich habe mittlerweile auch genug andere Skizzenbücher gefunden, die ich gut finde und die ich auch gerne benutze. Also ist das Thema irgendwie für mich durch und gegessen. Also egal. So, genug erzählt, nun zum Skizzenbuch an sich. Da habe ich wieder ein paar Sticker raufgeklebt, wie ihr seht. Einmal von Kevin Kühlsen, von Gries, von Marvin Knabe, von Gustafsson, Kaweco, Da Vinci und Schminke. Die Instagram-Accounts zu den Künstlern, die packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Achso, und das hier ist noch von Annika. Wie gesagt, wenn euch da ein Künstler, eine Künstlerin interessiert, schaut da unten gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Nun würde ich sagen, geht's aber wirklich endlich los mit der Tour. Ihr seht, ich habe das am 13.08.2022 angefangen. So wie ich es eigentlich füllen wollte, mit einem Drachen. Und noch mehr Drachen. Hier mag ich den Hintergrund besonders. Und hier habe ich mit Gold gearbeitet und sonst nur mit Tinte. Vielleicht seht ihr das ja auch. Hier seht ihr das so ein bisschen, wie das schimmert. Das war mal Teil eines Videos. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Und das war mal ein Livestream bei Instagram. Mein Instagram-Account findet ihr auch immer nochmal unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr mir dann noch folgt, könnt ihr mir natürlich auch gerne dort folgen. Und wie ihr gemerkt habt, Fazit zu diesem Skizzenbuch, ich bin nicht am Ende. Das habe ich jetzt mal vorgezogen. Und hier seht ihr schon, bin ich schon von meinem eigentlichen Plan abgewichen. Und zwar habe ich einmal Vita und Kalle mit Aquarell gemalt. Und auch wieder mit so ein paar goldenen Akzenten drauf. Eine Eule und eine Katze. Den Wolf, also die Farben davon mag ich einfach gar nicht. Das ist voll nicht meins. Dann ein kleiner Loki. Hier mag ich die Farben wieder sehr gerne mit dem Violett und dem Braun-Orange. Ein Alpaka mag ich auch überhaupt nicht, diese Farbkombination. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber genau dafür sind halt auch Skizzenbücher da, dass man herausfindet, was man eben nicht mag. Diesen Wolf hingegen mag ich sehr gerne mit dem
schönen Türkis und den Braun. Finde ich super nice, die Kombi. Hingegen dieses Alpaka hier finde ich super cool. Ich mag die Farben. Gefällt mir alles richtig, richtig gut. Also viel besser als das da. Dann ein Häschen. Das war mal eine Vorbereitung auf einen Online-Kurs. Und hier habe ich dann auch nochmal einen Fuchs mit Hintergrund gemalt. Und das mache ich ja momentan oder mittlerweile auch sehr gerne, dass ich Aquarelle mit Hintergründen male. Dann ein schönes, süßes Eichhörnchen und eine gläserne Herzvase mit ein paar selbstgepflückten Sträuchern aus dem Garten. Und ich meine noch, mich genau daran zu erinnern, dass ich danach ein paar Ameisen bei mir im Zimmer hatte. Weil mein Mann hatte mir den aus dem Garten gepflückt und halt auf meinem Schreibtisch gestellt. Das fand ich so schön und dann habe ich das abgemalt. Auf jeden Fall hatte ich danach ein paar Ameisen in meinem Arbeitszimmer. Fand ich nicht so geil, aber naja. So, dann ein paar Vögelchen. Einfach nur mit Bleistift gesketcht und den Hintergrund ein bisschen bunt gemacht. Hier bin ich anscheinend ein bisschen eskaliert. Keine Ahnung. Also Farben zusammen finde ich ganz gut, aber an sich gefällt mir das jetzt nicht ganz so gut. Hier habe ich vor kurzem begonnen, das Skizzenbuch wieder zu verwenden, weil ich hatte einfach irgendwie überhaupt keine Muse darin weiterzumachen, weil mir das Papier einfach überhaupt nicht zugesagt hat. Da habe ich gedacht, komm, mit Farbswatches kannst du nichts falsch machen. Kannst noch was draus mitnehmen und dann habe ich hier halt so mit Fineliner teilweise was dazu gemalt. Eine Hummel, das habe ich mal versucht ohne Vorzeichnung so zu machen, sondern einfach direkt aufs Papier mit Aquarell gemalt. Dann ein Frosch, das ist auf richtigem Aquarellpapier, das habe ich da reingeklebt, das hatte ich nur so übrig. Und dieser Flamingo kommt euch vielleicht bekannt vor. Der war auch Part eines Videos und den mag ich auch sehr gerne. Hier waren wir, ich weiß gar nicht, wie das heißt, am Steinhuder Meer. Ich glaube, so heißt es. Und da habe ich dieses Foto halt gemacht von dem Steg und so ein paar Büschchen im Hintergrund. Und es war super schönes Wetter. Und dann habe ich einmal eine Schwarz-Weiß-Skizze dazu gemacht und dann noch eine bunte Gouache-Skizze. Und hier habe ich noch meine Hoverdam Gouache aufgemalt und so ein bisschen damit gemischt. Hier ein paar Ideen zu Bildern, die eventuell entstehen könnten. Hier finde ich das Chamäleon zum Beispiel sehr cool, dass alles in Schwarz-Weiß ist halt und nur so ein paar Striche mit etwas Farbe. Ich mag das sehr gerne. Zumindest hier, wie es hier drauf abgebildet ist, wer weiß, wie es dann in groß finde. Hier habe ich dann noch ein paar andere Ideen festgehalten. Das mag ich auch sehr gerne. Das ist auch ein Gouache-Bild. Besonders halt mit dem Komplementärkontrast Violett und Gelb. Okay, ich habe ein bisschen Orange und auch Pink genommen. Das mag ich sehr gerne. Und hier den Wolf mag ich auch sehr gerne. Auch mit den Farben. Und das war auch nochmal eine Idee, einfach mit Weiß dann nochmal wieder was drüber zu malen. Wie ihr seht, nutze ich Skizzenbücher nicht nur zum Üben, sondern auch dafür, um Ideen für weitere, spätere Kunstwerke festzuhalten. Allgemein mag ich es sehr, bei Gouache mit so sichtbaren Pinselstrichen zu arbeiten, wie man hier auch besonders sieht. Ich finde, das hat irgendwie was, das gefällt mir richtig gut. Dann natürlich ein Porträt. Das darf natürlich nicht fehlen. Und ein paar Farbmischungen. Und zwar habe ich hier jeweils immer zwei Farben genommen. Also einmal hier die und die, also immer die am Ende sind. Und dann habe ich langsam versucht, die so zu mischen, dass so ein Verlauf entsteht. Sehr interessant und ihr könnt auch sehr viel dabei lernen. Dann ein Corgi, den habe ich nur mit diesen beiden Farben gemalt. Das müsste
Ultramarin Feinstsein und Lasur Orange. Dann nochmal Flamingos, hier auch ohne Vorzeichnen, sondern einfach direkt aufs Papier mit Aquarellfarbe gesketcht. Und hier nochmal ein paar Fischis und Seerosen mit Gouache. Noch ein paar Porträtversuche. Das hier finde ich ganz okay. Das ist irgendwie, naja. Und das ist natürlich der kleine Loki. Der hat jetzt am Donnerstag Geburtstag und ist 5 Jahre alt geworden. Und hier mag ich das im Hintergrund auch besonders mit diesen Strichen da drin. Einfach was mit Acryl aufs Papier gespachtelt, also mit so einem Malspachtel. Das macht auch relativ viel Spaß. Einfach mal Kopf aus und dann die Farben zu Papier bringen, die man gerne mag. Und bisher, wie ihr seht, klebt auch nichts aneinander. Hält also sehr gut. Dann noch ein paar Selbstporträts. Also ich habe wirklich hier nach Bildern gearbeitet von mir selbst. Sieht man vielleicht nicht jedem Bild an, aber ich habe das sofort ohne Vorzeichnung sozusagen direkt mit Tinte aufs Blatt gesketcht und dafür sind die, finde ich, ganz gut gelungen. Also ich war sehr stolz darauf, dass ich das so hinbekommen habe, ohne vorher mit Bleistift irgendwas großartig vorzuzeichnen. Und hier habe ich dann mit so einem Highlighter-Stift einfach den Hintergrund eingemalt. Da sieht man jetzt nicht ganz so gut, dass es so neonartig ist. Doch wenn ich so ein bisschen die Hand vorhalte, dann sieht man das. Das ist auf jeden Fall dieser Stift hier gewesen mit so einer Highlighter-Mine drin. Dann nochmal ein weiterer Versuch eines Selbstporträts. Hier habe ich auch wieder wasservermalbare Bleistifte verwendet. Auch sehr tolles Medium. Dann ein Nashorn. Hier habe ich ein bisschen mit Farben herumexperimentiert. Wieder so ein bisschen übereinander gemalt, lasierend gearbeitet, ineinander laufen lassen. Und auch hier einfach mal ein paar Farben aus meinem Kasten einfach aufgemalt und auch ineinander laufen lassen. Und hier dann mit einem schwarzen Liner einfach was drauf gemalt und auch mit einem weißen Liner dann ein paar hellere Akzente gesetzt. Ein paar Blumen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und hier habe ich nochmal verschiedene Grüntöne gemischt. Dann ein Hundeauge und ein Tigerauge. Auch hier habe ich ohne vorzuzeichnen direkt mit Aquarell einfach auf Papier die Augen gemalt. Ja, und wie man sieht, also es ist mir, glaube ich, ganz gut geglückt. Augen bekomme ich schon so halbwegs so hin. Mit einem ganzen Porträt sieht das natürlich momentan noch ein bisschen anders aus. Hier die Vita als Tintenskizze und zum Schluss noch eine schöne Gouache-Skizze von einem Strand. Wie ihr seht, habe ich das vor ein paar Tagen erst beendet und ich bin echt froh, dass ich jetzt dieses Skizzenbuch fertig habe und ich dann ein neues starten kann, beziehungsweise ein neues habe ich schon gestartet. Da zeige ich euch jetzt mal kurz was und zwar ist das dieses Koval-Skizzenbuch. Da habe ich schon die erste Seite gefüllt mit Gouache und noch eine Seite mit Aquarell. Und ich werde im nächsten Video, also in 2 Wochen, dann dieses schicke Skizzenbuch anfangen. Da freue ich mich schon total drauf. Aber dazu gibt es dann mehr im nächsten Video. Ich bedanke mich nun auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Und wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür. Und schreibt natürlich gerne einen Kommentar, welches eure Lieblingsseite, Lieblingsskizze aus diesem Skizzenbuch ist. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und wir sehen uns dann bald wieder. Bleibt bis dann natürlich kreativ und gesund. Bis dann!